Hallo zurück zu einer neuen Folge von Let's Play State of Decay. Hallöchen. Ja, hallo. Guten Tag. In der letzten Folge haben wir ja den Airstrike vom Militär geschenkt bekommen. Ja. Den wir jetzt irgendwann mal austesten müssen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück nach Hause, würde ich sagen. Und plündern noch ein bisschen unterwegs. Oh, kann man hier eigentlich was plündern? Gar nicht drüber nachgedacht. Ja, die haben ja auch einen Versuch. Die könnten wir mal einen Außenposten machen. Was ist denn hier? Verzweifelte Fremde. Außenposten? Ist das ein Außenposten von denen vielleicht? Oder ist es jetzt einer von uns? Wir können hier vielleicht einen machen. Hm. Was ist das denn? Fremde. Hm. Ich glaube, das ist denen ihr Haus einfach, oder? Ja, von den Leuten, die du gerettet hast wahrscheinlich. Genau. Ja. Also ich kann ja mal gucken. Boot von oben. Da ist es. Ah. 125 Einfluss kostet. Guck mal, du kannst. Oh, cool. Probier mal, ob du doch Außenposten machen kannst. I don't think so. Okay. Nope. Hm. Du hast einen anderen besetzt, okay? Ja. Das ist das Problem. Müssen wir sie wohl töten. Aber jetzt, warte mal. Wessen Versorgungsspind ist das jetzt? Den ihrer schon, oder? Ja. Okay. Wenn ich mir jetzt was rausnehme. Ja. Ach, guck mal. Das kostet jetzt aber eine Kugel, bei Einfluss. Mhm. Und bei uns, glaube ich, nur einen, oder? Mhm. Ja. Ja. Aber wir brauchen ja dringend welche. Was soll's. Wir haben auch selbst gar nicht mehr so viel bei uns. Was gab's denn noch? Da die Brandbomben. Na, die sind teuer. Naja, wohl, weiß nicht. Ja, sind schon teuer, ne? Aber die waren nicht so effektiv, meine ich, ne? Ja, eigentlich nicht. Da kann man nämlich nicht gut zielen irgendwie. Ich brauche eine Nahkampfwaffe, fällt mir da wieder ein. Oh, schon wieder ein Infektionsherd. Nee. Wo denn? Ja. Fuck? Nee, glaube ich nicht. Vielleicht erscheint er erst noch auf der Map. Ja. Nochmal kurz. Das war jetzt komisch, oder? Hm. Ja, das ist echt merkwürdig. Große Moralproblem, Angst. Ach ja, die Ansprache wollen wir noch halten. Das ja, machen wir jetzt ganz mal. Genau. Dazu müssen wir zurück. Haben wir noch ein Auto hier? Ach, da steht eins links. Dann da ach komm, wir gucken mal kurz auf den Aussichtspunkt. Machen wir auch viel zu selten wahrscheinlich. I got nothing left. So. Time to take a look around. Schauen wir uns mal hier hinten im Feld um. Feld. Ah, yeah. Wo liegt da ein Flugzeug? Ja, stimmt, das ist abgestürzt. Cool. Ja. Oh, ein Lagerhaus. Cool. Ja, sieht cool aus. Cool. Also für die Leute ist es natürlich nicht so cool gewesen, abzustürzen. Aber es passt perfekt zu der Stimmung hier, finde ich. Das stimmt. Ja. Die Windräder sind da auch überall, das ist auch. Yeah, I was afraid of that. We got a horde on our hands. Obstgarten. Ob das was bringt? Fahren wir gleich mal vorbei. Boah, wir brauchen hier einen Außenposten. Das bestimmt, da gibt es bestimmt dauerhaft Essensproduktion. Und einige Zombies. Aber ist auch schön hier. So, ich glaube, das war's, oder? Fehler? Was man mit diesen Feldern wohl machen kann. Oh, Fleischer. Ja, das müsste es jetzt gewesen sein. Sehr cool. Wie ging das mit der Leiter? Ah, so. Ja. So, Auto? Wir war sollten die dann hier, auch mal, wenn wir dann gleich wieder zu Hause sind, mal schlafen legen. Die hat nämlich... Zombies. Boah. Keine Waffe, stimmt ja. Doch, die Pistole musstest du haben. Ja. Kommen wahrscheinlich noch ziemlich viele, da waren auch ziemlich viele. Fahr einfach heil. Ich will aber den Obstgarten kurz noch angucken. Ich will wissen, was das ist. So, was war aber auch schon mal bei einer anderen Farm. Da gibt es auch nur irgendwo ein so ein Ding zum, genau. Zum Looten, ja. Zum Looten. Hm. Okay. Ach, vielleicht finden wir ja noch ein paar Nahrungsmittel. Ja, eine Tasche Essen finden wir hier bestimmt noch. Ja. Honiggläser. Ja, Lebensmittel. Die beladen wir doch mal. Was gab's hier noch? We'll be ready. Eine Machete. Perfekt.
Ja, da so haben wir auch wieder sein. Eine Nahkampfwaffe. Na? Machst du fertig. So, ab geht's. Da vorne ist noch einer, pass auf. Ich bin ganz schön erschöpft. Hier sind noch ziemlich viele halt wegen. Zeig ins Auto. Ja, mach ich. Bam, bam, bam. Hier gibt's auch ein frisches Auto. Komm schon, du schaffst es. Kannst noch so einen Anhänger hier mitnehmen. Ja, das wäre cool. Und ab geht's. Ah, da vorne ist auch die Horde. Der begegnen wir gleich. So, jetzt nach rechts, oder? Ja. Kommt her. Das ging schnell. Oh. Man sollte auch nach vorne gucken. Ob man da rein kann. Das ist wie so ein Kraftwerk, ne? Ja. Stromversorgung, aber die ist ja eh sichergestellt momentan, oder? Ja, ich denke, das hat man automatisch. Um alles muss man sich dann auch nicht kümmern, zum Glück. Aber vielleicht fällt der Strom mal aus und dann muss man den Generator da wieder ans Laufen bringen oder so. Wäre ja so ein klassisches, ja. Ein klassisches Ding. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich sogar, das passiert bestimmt mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Würde auf jeden Fall gut passen. So, jetzt gehen wir gleich, kurz bevor wir zu Hause sind, nochmal in ein Haus, wo es was zu holen gibt. Und schicken den Sammler von uns nochmal dahin. Hier mit irgendwas nah dran, damit er nicht so lange braucht und auch hoffentlich am Leben bleibt. Aber die Autos explodieren wohl wirklich nicht. Hier ist der neue Infektionsherd. Yep. Was ist eigentlich mit unserem Kollegen passiert? Den haben wir, glaube ich, das letzte Mal zu Hause, als wir wieder nach Hause gegangen sind, ist der da geblieben dann. War der nicht noch dabei, als wir mit dem Militär eben das Haus gestürmt haben? Ja, aber danach nicht mehr. Ja, dann war er auf einmal weg, ne? Mhm. Machst du hier den Infektionsherd gerade weg? Ja. Sieht so aus. Boah, da hat er ein Loch im Bauch gehabt. So. Ein Kreischer ist noch irgendwo. Meinst du nicht, der wäre eingezeichnet? Ach doch, da ist er jetzt wieder, stimmt. Was soll das? Ein Bug oder was? Ja. Jetzt kommt er, jetzt ist er alles. Nein! Erwischt nicht seinen Kopf. Der war hartnäckig. Ja, cool. Ja, hier ist leider nichts mehr. Hier waren wir auch schon mal, glaube ich. Ja, aber in dem Haus hier neben dürfte noch was sein. Ja. Ja, hier kannst du ihn herschicken. I found some supplies. Send runners for pickup. Okay, I'll round up everybody that's available. Thanks. Yeah. Cool. So läuft's doch jetzt langsam, Mann. Ja, sehr gut. Dann fahren wir mal zurück und halten die Ansprache, oder? Ja, finde ich auch gut. Mal einfach nur umdrehen. Genau, einfach den Berg da hoch. Und bringen lecker Essen mit für alle. Wir haben auch immer noch nicht dieses Festmahl ausprobiert. Nee. Okay. Da brauchen wir ja einen Koch für noch, ne? Mhm. Irgendwie. Got anything good? Show you when I get there. Ach, der geht sammeln. Ja, der geht jetzt los. Cool. There you go. Don't say I never gave you anything. What you got? So. Oh, you know. Stuff. Dann mal die inspirierenden Worte, oder? Ja. Ach nee. Das ist ja nur für die Ausdauerregeneration. Oder? Ja, ich probier's jetzt einfach. Ja, mach's mal. Inspiration for me? In times like these, I often take comfort in those around me.
Knowing that an entire community is looking to me for guidance and support gives me the strength to carry on. Moralproblem, Angst, dagegen muss man noch irgendwas machen können. I owe you one. Always a pleasure. What's up? Ja. Was ist mit dem einen da eben los? Gehen wir ein Stück, was will er denn machen? Achso, und dann kommt er mit oder was? Ja, der hat einen Auftrag für uns. Den können wir gleich mal machen. Aber ich wollte mal gucken, ob der Markus nicht wieder fit ist. Weil unser Leben hier füllt sich nicht mehr weiter auf als so. Müssen wir den nur wieder finden? Da sitzt er doch. Ja, ja, oder? Das machen wir. Yeah, der ist ganz frisch. Cool. Boah, der kann auch viel länger rennen. Ja, der hat schon voll die Ausdauer halt. Mhm. Der hat schon ein paar, zweimal hatten ohne, glaube ich, da schon ein Skill-Upgrade. Und mit dem können wir auch hier den Auftrag machen. Aber diese Rede können wir jetzt ja nicht halten irgendwie, ne? Nee, aber vielleicht hat der Auftrag jemand was damit zu tun. Jemand braucht eine Ansprache. Wahrscheinlich müssen wir mit jedem mal sprechen irgendwie. Der da so ist. Vielleicht können wir da mit irgendjemandem reden. Oder? Oder kann man in dem Menü irgendwo eine Ansprache noch halten, was wir noch nicht gesehen haben? Guck mal. Da, wo man der eine rennt auch die ganze Zeit voll ängstlich hier rum. Ja, das ist ja der Ed, der hat sich auch irgendwie gerade den Bauch wieder gehalten so. Der war ja verletzt. Fertigkeiten. Bei den Häusern, wenn du über die einzelnen Gebäude drüber fährst, kannst du da irgendwo was auswählen vielleicht, was du machen kannst? Also bei den Upgrades im Haus, ja. Ach, ich bin da ganz unten, deswegen. Verfügbare Aktion. Ach, das ist der Koch. Kann ich das machen? Ja. Hey. Ah ja, jetzt kocht er. 29 Minuten dauert das. So, geh mal zurück. Da kannst du bestimmt auch irgendwo eine Ansprache halten. Da geht voll viel. Aha, überlebenden Unterkunft anbieten. Cool, man kann nach allem fragen. Fragt man noch Munition. Weil da haben wir keine von. Okay, dann. Was geht da noch? Schlafbereich. Funkraum. Funkt jetzt. Werkstatt. Können wir hier machen? Falldämpfer. Böller. Feuerfallen. Autos reparieren. Cool. Nicht genügend Materialien. Okay, wo kriegen wir Materialien hin? Ach, das soll die dann gleich auch mal rausfinden, die Lilly. Ja, dann muss ich jetzt warten, bis das fertig ist. Aber man konnte auch nach Materialien fragen. Ja. Aber Ansprache anhalten gab es hier nirgendwo, ne? Ich guck nochmal weiter. Bei den Personen vielleicht? Weil es ist ja auch jemand braucht eine Ansprache. Ja, vielleicht musst du echt... Oh, ich kann auch Sachen entfernen. Falls wir noch mehr Betten brauchen. Aber Krankenbereich ist schon wichtig wahrscheinlich. Ja. Wachturm auch. Haken. Ja, bei jemandem, stimmt. Man könnte echt mal die Personen durchgehen. Vielleicht geht da auch noch was. Headed home. Der ist verletzt. Aha. Brauchen wir Medikamente? Nee, ne? Haben wir noch da. Wollen wir einfach mal den Auftrag jetzt mit dem hier machen? Ja. Gucken, was passiert. I know things seem bad, but we're gonna make it. And you're gonna help. Let's go. Whatever you say. Kampftraining, cool. Aber vielleicht muss man echt auch mehr mit seinen Leuten hier so sprechen. War aber auch jetzt seit langem der Erste, wo man sowas machen konnte, glaube ich. Ja, komm, mach zu. Es ist doch allein zugegangen. Ja, komisch. Oh, ich glaube, ich habe mit dem alles weggelegt. Ja, hast du auch. Ja. Er hat nichts mehr. Das ist nicht cool. Dann einmal
Eine Schusswaffe. Lieber 5, 45 oder 9. Gucken, was wir mehr haben. Was sind die Munition? Hier. 9 haben wir ganz schön viel. Und 45 geht so. Was brauchen wir denn für das Gewehr? Pumpgun ist das. Boah. Blindenpatronen braucht man dafür. Ja. Haben wir die? Ich glaube nicht. Und doch. Doch, hier, die 100. Boah. Auch ganz schön viele. Die packe ich jetzt mal ein. Ja, das reicht auch. Ja. Und eine Nahkampfwaffe brauchen wir noch. Und ein bisschen Heilung. It's done. Na, was haben wir noch? Was meint ihr? So eine Axt. Vorschlaghammer. Oder ein Vorschlaghammer, ja, der sieht doch auch gut aus. Kostet viel Einfluss, wir haben jetzt bald nicht mehr so viel. Oder wie das Tomahawk, ach ne, ist schon beschädigt. Egal, such dir was aus. Ah, die haben auch dann sehr viel Gewicht, manche, das muss man auch bedenken. Ja, dann nehme ich irgendwie... Nimm den Schraubenschlüssel. Ja, aber guck mal, der ist... Ja. Komm, dann nehme ich den Nagelzieher. Der ist was größer. Wahrscheinlich auch eine größere Reichweite. Ab geht's. So, nochmal ein kurzer Blick auf die Karte, wo wir eigentlich hin müssen. Ach, direkt hier nebenan. Soll ich hier durchfahren? Ja, komm. Versuch's. Okay. Now we're gonna kill some zombies the old fashioned. Oh, da hinten ist wieder so ein ganz dicker. Oh oh. Lass mal die Pumpgun ausprobieren. Ja, das stimmt. Wo gehst du hin? Komm her. Ich hoffe, der Fette kommt jetzt nicht von hinten an. Nee, er hat uns noch nicht gesehen. Na, ich probiere mal hier die Pump. Pam! Ah, ist aber schwer, Headshots damit zu geben. Die liegen dann nur auf dem Boden. Kann aber auch von aber Nutzen auch, sein. Ja, die liegen auch ziemlich lange. Da kommt der Dicke, jetzt kommt er. Boah, hab ich da reingeballert, ey. Boah, nein! Boah, da bin ich gerade noch ausgewichen. Unzerstörbar. Oh, jetzt hat er mich erwischt und ich bin gleich im Arsch. Ja, du bist echt gleich im Arsch. Nimm mal schnell irgendwas, ja. Ja, hab ich. Ach, das ist dieser große Riesenzombie wahrscheinlich, vor dem alle Angst haben die ganze Zeit. Nee, ich glaube, der ist weiter außerhalb. Oh, 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 er geht drauf. Nein! Oh, das war ganz schlecht. Boah, er hat's nochmal geschafft. Boah, ja, Mann. Und du hast den Zombie gerade im Moment erwischt, auch jetzt. Sehr gut. Jetzt können wir hier ein bisschen aufräumen. Mann, waren das viele, ey. Boah, da hinten kommen auch noch mehr. Was ist dein Problem? Das war mal eine Schlacht. Musst du noch in das Haus reingehen? Heil mich nochmal. Kurz Ausdauer regenerieren.
Mann. So, dann gucken wir hier mal noch schnell rein. See? Things aren't as bad as they seem. I owe you one. We'll follow you. Let's roll. Und zurück nach Hause. Komm, steig ein. Obwohl, wo ich schon gerade hier bin, krieg ich den noch zum Sammeln hierher, oder? Ja. Meinst du, der überlebt das? Ja. Wir haben doch gerade hier aufgeräumt. Man kann es probieren. Das überlebt er schon. Ach, wir können auch selbst noch was einsammeln. Wo bist du, Buddy? Ah, bleib schön bei mir. Mach nicht so viel Lärm, sonst kommen wieder so viele. Macht er das? Na, bring's doch auch zu Ende, Mann. Ruft er nur so. So, Ressourcen. Ja, machen wir erstmal selbst unseren Rucksack voll. Baumaterialien. Das ist doch gut. Kann man mal mitnehmen, ne? Ach, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ach, nehmen wir es mit. Bringt ja auch immer Einfluss, ne? Ja, das stimmt. Wenn wir es dann zu Hause in den Schrank tun. Wo ist denn noch was? All quiet here. Da. Und Heimwerkermaterialien. Ja. Nach Hause funken, das soll jemand abholen. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll see who's free and send them your way. Okay. Zombies up ahead. Go through, go around. Dass der die immer festhalten muss. Ja, dann kann man aber einfach auf den Kopf hauen. So. Ja, fahren wir dann jetzt wieder erstmal nach Hause. Genau. Ja, einmal abladen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Gebiet mit Munition gefunden. Ja, wir hatten die doch gefragt eben. Ja, stimmt. Hast du jetzt wahrscheinlich was gespottet. Ja, und dann können wir jetzt auch gleich wieder nach Material fragen, ne? Ja. Wobei die ja dann auch wahrscheinlich nur ein Gebiet sucht, wo es was gibt, so wie jetzt das Haus zum Beispiel, ne? Ja. But we gotta have each other's back. Together we can survive this shit. On our own, we're done for. Den Auftrag haben wir auch geschafft. I guess so. Good. That's all I wanted to say. Thanks for the pep talk. It helped. Geht doch von alleine zu. Mit der Macht. Ja. Riese abgewendet. There you go. Don't say I never gave you nothing. Riese abgewendet? Ja. Oh, yeah. Angst ist jetzt weg. Yeah. Sehr gut, sehr gut. Nach Munition wollte ich jetzt fragen. Ach nee, Munition hat sie gefunden, stimmt. Wahrscheinlich auf der Karte. Materialien haben wir jetzt eigentlich auch. So, weg, weg. War die cool, die Shotgun? Gegen die vielen Zombies war es schon gut, ne? Ja. Aber, ja. Die Pistole cooler, glaube ich. Okay. Aber wir sind eh wieder am Ende angekommen. Das heißt, in der nächsten Folge geht's weiter mit ein paar Aufträgen und noch ein bisschen Ressourcen sammeln, würde ich sagen. Die Dinge entwickeln sich auch langsam. Genau. Das Lager wird immer sicherer. Genau. Wir haben aus Maya gelernt. Ja, wir müssen auch recht bald nochmal überlegen, ob wir nicht mal doch irgendwo einen Außenposten aufmachen. Irgendwann muss das sein, ja. Muss nur mal gehen. Ich glaube, wir brauchen mehr Materialien. Jetzt haben wir ja 31, ja, oder? Es könnte also gehen. 30 waren genau, nötig. 30 waren, glaube ich, notwendig, ja. Ja, wir probieren das mal. Also, beim nächsten Mal dann. Jo. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.